Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Technik-Faultier-Video. Gerade hat der DHL-Expressbote bei mir geklingelt und mir ein Paket aus China zugestellt. Und da drin befindet sich hoffentlich, ja, es ist es, das neue OnePlus X-Smartphone inklusive einem Case, was ich mir dazu bestellt habe. So, jetzt die große Frage. Guck mal, das ist ja mal eine... Ich kriege ja relativ häufig Pakete, aber das ist ja mal eine lustige Luftschutzpolstertasche. Die hebe ich mir auf. Das ist ja mal was richtig Cooles. Aber gucken wir doch mal weiter. Wir haben, natürlich spanne ich euch auf die Folter. Ich war beim Bestellprozess sehr überrascht, dass es... dass es verschiedene Rückseiten gab. Aber das sind natürlich keine Rückseiten, das ist ja nur ein Case. Also beim neuen günstigen OnePlus-Gerät ist die Rückseite anscheinend nicht mehr austauschbar. Das ist jetzt ja eine Glasrückseite, aber ich habe mir jetzt einmal ein Case bestellt und zwar Sandstone, weil ich dann doch diese raue Rückseite mit dem OnePlus immer verbinde und das jetzt nicht missen wollte. So, von der Verpackung. Das kommt uns doch bekannt vor. Das X vorne drauf, das OnePlus-Logo, OnePlus X an der Seite. Und ansonsten verrät uns das nichts, außer auf der Rückseite. Es ist die Onyx-Version, 16 GB, assembled in China. Und das war's. So, und wir gucken jetzt mal, dass wir es aufkriegen. Die Killerschere des Todes fliegt hier auch noch rum. Das heißt, ich kann hier einfach mal reinratschen. So, und hoffentlich reicht das aus. Und wer sich jetzt fragt, wie lange das insgesamt bei mir gedauert hat. Ich habe am Donnerstag letzte Woche war ja Verkaufsstart. Da habe ich dann direkt einen Invite bekommen. Also kein Presse-Invite, nichts. Ich habe mir, als sie es vorgestellt haben, habe ich mich ganz normal registriert. Und diesmal hat das ja wunderbar funktioniert. Also Donnerstag bestellt, dann Freitag, Samstag, Sonntag, Montag. Und heute ist Dienstag, 5 Tage. Ich musste aber DHL Express als Versandmethode auswählen. Das kostete 25 Euro, aber es wurde mir nichts anderes angeboten. Das ist dann natürlich ein bisschen sehr happig. Vor allem, wenn das Gerät an sich nur 270 Euro kostet. So, und da haben wir das gute Stück. Und ganz ehrlich, ich habe jetzt gerade viel rumgelabert, aber das Auspacken, das Präsentation auf der roten, auf diesem roten Podest, würde ich fast sagen, kommt doch gerade ziemlich gut bei mir an. Also die Freude, ja, ich grinse gerade ein bisschen sehr vor mich her. Also mal, ganz ehrlich, das ist doch mal eine nette Sache, das Smartphone da nicht einzubauen in die Verpackung, sondern einfach obendrauf hinzulegen. Nett gemacht. So, wie kriege ich das jetzt hier raus? Ist, wenn ich hier dran ziehe, naja, da löse ich nur den Screen Protector, wie das so schön heißt. Und hier ist irgendwie nichts, um das Telefon rauszuhebeln. Lass mal gucken. Gut. Leicht. Leicht. Hätte ich mir jetzt um einiges schwerer vorgestellt. Aber wir legen es kurz zur Seite und gucken, was sonst noch in der Verpackung ist. So, oberer Deckel ab. Da drin befindet sich aber noch was. Und zwar... Kann man das rausziehen? Nein, leider nicht. Nein. Also, jetzt muss hier mal ein bisschen geschüttelt werden. Das ist natürlich jetzt nicht so ganz gut designt. Oder habe ich auf der... Nee, ich habe es auch nicht auf der falschen Seite aufgemacht. Dann ziehen wir mal jetzt so. Da haben wir unseren SIM-Kartenöffner. Und da drunter gibt es noch ein Case. Und die Hülle ist jetzt, also das Ding ist jetzt leer. Und wir haben hier noch ein Transparenz-Case dazu. Also, wer sich jetzt nicht extra ein Case für 20 Euro dazu bestellen möchte, nicht verzagen, ihr kriegt hier auch dieses labbrige Silikon-Case mit gratis, in Anführungszeichen, dazu. So, dann haben wir die zweite Ebene. Und hier drin verbirgt sich jetzt der Quick Start Guide. Sehr schön gemacht. Also ganz ehrlich, auch wenn das Verpackungsdesign hier und da etwas leichter zu öffnen sein könnte, aber bei dem, was alles beiliegt, echt nett gemacht. Ist ein guter, positiver Eindruck. So kriegt ihr die SIM-Karte /Micro-SD-Karte rein, denn es gibt dieses Mal das erste Mal, dass ein OnePlus-Gerät eine Micro-SD-Kartenerweiterung bietet. So, und wir haben den Knopf erklärt und der Alert-Slider. Und auf der Rückseite gibt es das Ganze auch in Deutsch? Nein, lustigerweise ist hier kein... Doch, da unten Deutsch, aber nur für die SAR-Werte. Naja, gut, weiter geht's. User-Guide nochmal. Diesmal horizontal. Safety Instructions.
Ja, also auch nur Hinweise. Das hilft uns jetzt hier auch nicht wirklich weiter. Also wir haben nur dieses kleine, die kleine Übersicht, wie na, dieses Schaubildchen, was wo reinkommt und was die Knöpfe sind. Aber jetzt gerade mit dem eigenen OS hätte ich mir ja vielleicht gedacht, dass man da irgendwas erklärt. Nö. Dann geht es weiter in der Verpackung. Wir haben das bekannte OnePlus rote Flachkabeldesign. Normaler USB-Port auf und jetzt kommt es, tada, 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 Micro-USB. Denn das OnePlus X hat keinen USB-C-Port, zur Verwunderung vieler. Und wir haben unser Ladegerät, OnePlus-Logo-Design mal wieder, ein USB-Port und das ganze Teil liefert einen Output von, steht gar nicht drauf, das ist schade, doch Input. Naja, Input steht drauf, doch da unten Output. 5 Volt, 2 Ampere. So, also, damit ist die Verpackung jetzt auch leer. Und jetzt schnappen wir uns das One Plus und ziehen einmal vorne weg. Upp, sehr cool. Was ist, achso, jetzt habe ich hier noch eine Schutzfolie drauf. Habe ich hier nochmal eine Schutzfolie drauf? Anscheinend. Das ist die eine Abdeckung und dann haben wir hier nochmal, guckt mal, also doppelt vorne Protection. Ich hatte schon die kurze Panik, dass es ein Produktionsgerät ist und gerade OnePlus ist ja, hat sich ja mit dem OnePlus 2 vielen oder bei Leuten, wo ein Problem war, wirklich keine Freude gemacht, weil sie da gesagt haben, ihr habt die Dinger kaputt gemacht, wenn Produktionsfehler waren. So, die Rückseite können wir auch nochmal abziehen und da haben wir das Gerät. Boah, glossy, glossy, glossy. Es soll ja Glas sein, aber das ist doch ein Fingerabdruckmagnet. Wobei, nö, dabei habe ich doch jetzt gerade so schön fettige Fingerchen. Nein, alles okay. Also, wir können ja einmal, erster Eindruck, es ist ein bisschen lang. Ich finde es ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber es ist natürlich ein flaches, leichtes, aber von der Verarbeitung, das ist ganz ehrlich, also es geht wirklich in die Richtung iPhone. Jetzt nicht nur Design, sondern auch so erster Eindruck von der Qualität. Die würde ich jetzt, also jetzt ganz ehrlich, nur die ersten paar Sekunden hier die Eindrücke. So, damit sich jetzt auch Leute fragen, also von der Größe mal so ein kurzer Vergleich. Und zwar haben wir hier das Nexus 5, was ich mal aus der Versenkung geholt habe, was ich in Zukunft noch für einige Vergleiche brauche. Das ist nochmal eine Ecke kürzer, aber dafür auch einen dicken breiter, ja. Und jetzt was Aktuelleres, nehmen wir mal ein Moto G3. Das ist sogar länger, ja, wobei, meine ich das nur, wirkt das nur? Doch, das Moto G3 ist länger und definitiv breiter. Also in dieser Größenkategorie spielt auch das neue OnePlus X. Wir haben An- und Ausschalter und lauter und leise an der Seite und Halleluja, guckt mal hier komme ich ich komme hier bequem an alle drei Tasten ran, ohne dass ich umgreifen muss. Also das ist eine schöne, angenehme Größe und da hat sich einer bei den Tasten auch Gedanken gemacht. Und auf der anderen Seite, naja, da dann jetzt nicht, denn wir haben ja hier diesen Mute-Switch, sag ich mal, oder diesen Alert-Schalter mit drei verschiedenen Stellungen, ganz unten, Mitte oder ganz oben, je nachdem, wie ich es einstelle. Da muss ich aber dann mit der zweiten Hand rankommen oder halt umgreifen. Oben Mikrofon, Kopfhörereingang oben. Ja, da freue ich mich ja wie so oft. Und unten dann Lautsprecher, Mikrofon und halt Micro-USB. Schnüff, für einen Preis von 270 Euro wollten sie da anscheinend kein USB-C verbauen. Kamera und Blitz auf der Rückseite. Und die Kamera, guckt mal, eine Seltenheit heutzutage. Die Kamera ist im Gehäuse verbaut. Also hier steht jetzt nichts raus. Das ist doch mal erstrebenswert, aber zumindest erwähnenswert. Natürlich geht es, würden wir auch noch die Qualität rausfinden. Und gebt mir ein bisschen Zeit. Ich werde das Gerät jetzt natürlich sofort einrichten. Und dann werde ich damit anfangen rumzuspielen. Und wer jetzt noch fragt, du hast ja noch das OnePlus 2. Ja, das habe ich auch noch. Das wird auch noch getestet. Aber das gibt es ja schon etwas länger. Das werde ich auch noch machen. Aber ich werde mich jetzt erstmal auf das OnePlus X stürzen. Und die Tage hoffentlich auch noch auf das neue Google Nexus 5X. Das ist ja auch ziemlich ähnlich. So, damit soll es aber gewesen sein. Vielen Dank fürs Zugucken. Macht es gut und bis zum nächsten Video. Tschüss.